Farhad, ein Mann aus dem Iran, ist drogensüchtig. Bis zu dem Tag, an dem er Jesus kennenlernt. In dem Moment, als ich mein Leben Jesus übergab, spürte ich den Heiligen Geist in mir, erzählt Farhad. Er rief in mir ein Gefühl von Freiheit und Glück hervor und das brachte mich dazu, auf der Stelle mit den Drogen aufzuhören. Seine Familie und seine Freunde tun sich damit schwer, diese Verwandlung nachzuvollziehen, die Farhad erfährt. Er erzählt weiter, als ich zu Christus fand und begann von ihm zu erzählen, dachten die Leute, ich hätte Drogen genommen und würde wieder irgendwelches Zeug schwafeln. Farhad lässt sich davon nicht beirren, in seinem Verlangen von Jesus weiterzuerzählen. Er arbeitet als Taxifahrer. Während der Fahrt hört er gerne Lobpreismusik. Einmal spricht ihn ein Fahrgast darauf an, auf seine Musik. Er antwortet und noch während der Fahrt bekehrt sich der Fahrgast zu Jesus. Farhad lebt im Iran. Iran ist ein stark muslimisch geprägtes Land. Wir haben gerade das Video gesehen. Es versteht sich ausdrücklich als islamische Republik und das Regime sieht es gar nicht gern, wenn sich Leute zu Jesus bekehren, vor allem wenn sie vorher Muslime waren. Das bekommt auch Farhad zu spüren und er kommt ins Gefängnis. Er wird verhaftet. Und im Gefängnis wendet er sich an den Herrn und fragt, Jesus, was möchtest du hier von mir? Und während seiner Zeit in der Haft kommt er ins Gespräch mit anderen Häftlingen und während der Inhaftierung bekehren sich 23 Leute zu Jesus, die auch mit ihm im Gefängnis saßen. Dieser Mann namens Farhad ist kein Einzelfall. Gegenwärtig werden weltweit rund 365 Millionen Christen wegen ihres Glaubens verfolgt oder diskriminiert. Und das sieht auch sehr verschieden aus. Je nachdem, in welchem Land, in welcher Gegend oder unter welcher Regierung die Christen leben, das hat unterschiedliche Ausmaße. Also Christen haben vielleicht Nachteile im Beruf oder im öffentlichen Leben. Oder es ist ihnen verboten, ihren Glauben zu praktizieren, andere Leute zu missionieren. Oder vielleicht werden sie auch vertrieben aus ihren Dörfern und ihre Kirchen niedergebrannt. Viele landen im Gefängnis und andere bezahlen mit dem Leben. Werden Opfer von Lynchmord. Das kommt alles vor. Jesus sagte einmal, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und das Kreuz, das kann sehr verschieden aussehen, je nachdem, wo man als Christ so gelandet ist im Leben. Verfolgung hat das Christentum auf jeden Fall von Anfang an begleitet. Schaust du in den hinteren Teil der Bibel, ins Neue Testament, da merkst du ganz schnell, Verfolgung ist kein Randthema, Verfolgung ist ein prominentes Thema. Ich könnte dir zahlreiche Stellen zu diesem Thema anführen und auf eine Stelle möchte ich heute mal näher schauen. Die steht ganz weit hinten in der Bibel im Buch der Offenbarung. Die Offenbarung ist ein Buch, das der Apostel und Prophet Johannes gegen Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus verfasste. Johannes schreibt darin nieder, was er von Jesus empfing. Das sind einerseits Ansagen für christliche Gemeinden in Kleinasien und dann noch eine groß angelegte Vision über den Gang der Menschheitsgeschichte und über die Geschichte der Christenheit, was sich da noch ereignen wird. Und diese Vision, die gibt Johannes in sehr kraftvollen und eindrücklichen Bildern wieder. Und diese Bilder, die haben es wirklich in sich. Also Johannes erzählt das selber, er wurde vom Geist ergriffen, also er wird nahezu entrückt in überirdische Sphären und er findet sich wieder im himmlischen Thronsaal Gottes. Und da stehen die Engel, da steht die ganze Schöpfung, da stehen die Ältesten und sie loben Gott und sie fallen vor ihm nieder und das pausenlos. Und Johannes beschreibt das in den größtmöglichen Superlativen, er spricht von tausendstimmigen Chören und dort mitten in diesem Thronsaal, dort steht Jesus. Und Jesus hat die Gestalt eines Lammes, das geschlachtet ist. Und Jesus, das Lamm Gottes, öffnet das Buch mit den sieben Siegeln, eine Schriftrolle mit sieben Siegeln. Und hier an der Stelle, wo ich jetzt bin, da hat Jesus bereits vier Siegel geöffnet. Und jetzt ist das fünfte Siegel an der Reihe,
das von Jesus dem Lamm Gottes geöffnet wird. Und da lese ich jetzt mal den Text aus dem Buch der Offenbarung, 6. Kapitel, Verse 9 bis 11. Darin heißt es: Nun brach das Lamm das fünfte Siegel auf. Da sah ich unten am Altar die Seelen der Menschen, die man abgeschlachtet hatte, weil sie an Gottes Wort festhielten und ihm als seine Zeugen treu geblieben waren. Sie riefen mit lauter Stimme: Du heiliger und wahrhaftiger Herrscher, wie lange dauert es noch, bis du Gericht hältst und unser Blut an den Bewohnern der Erde rächst? Da erhielt jeder von ihnen ein weißes Gewand mit der Antwort, dass sie noch eine kurze Zeit Geduld haben müssten. Denn erst müsse noch eine bestimmte Zahl ihrer Glaubensgeschwister zum Ziel kommen und so wie sie getötet werden. Also an der Stelle, wo ich gerade vorgelesen habe, da sind vorher schon 4 Siegel geöffnet worden. Und infolge dieser 4 Siegel erhält Johannes einen Einblick darin, was noch alles zukommen wird auf die Menschheitsgeschichte. Also er sieht darin schwere Dinge, Hungersnöte, Kriegen, Kriege, Seuchen, wirtschaftliche Machenschaften. Und hier bei dem 5. Siegel, da bekommt er zu sehen, worauf sich die Gemeinde Jesu Christi einstellen muss. Die Gemeinde des Herrn muss sich darauf einstellen, verfolgt zu werden. Und Christen müssen sich darauf einstellen, dass sie auch mal mit ihrem Leben für ihren Glauben bezahlen. Im 9. Vers heißt es: Nun brach das Lamm das 5. Siegel auf. Da sah ich unten am Altar die Seelen der Menschen, die man abgeschlachtet hatte, weil sie an Gottes Wort festhielten und ihm als seine Zeugen treu geblieben waren. Die Menschen, die an Gottes Wort festhielten und als seine Zeugen treu geblieben waren, damit sind die Christen gemeint. Johannes sieht seine Vision so gegen Ende des 1. Jahrhunderts. Und das, was er hier sieht, das war für die Christen von damals harte alltägliche Realität. Also in den ersten 3 Jahrhunderten, seit das Christentum in die Welt kam, da hatte das Christentum im Römischen Reich einen wirklich schweren Stand. Die Christen haben sich geweigert, den Kaiser als Gott anzubeten. Und deswegen brachte man sie vor Behörden, vor Richter ins Gefängnis. Oder man brachte sie auch vor reißende Löwen, um das Publikum zu unterhalten. Also das Christentum startete in seinen ersten Jahrhunderten als eine verfolgte Religion und das ziemlich oft. Menschen, die Jesus entschieden nachfolgen, die gerieten eigentlich immer in Schwierigkeiten. Das siehst du in der ganzen Kirchengeschichte, in den unterschiedlichsten Epochen, in den unterschiedlichsten Kontexten. Oder auch innerchristliche Verfolgung innerhalb der Kirche ist auch ein weites Thema, das breite ich hier jetzt nicht aus. Ich gehe nochmal zurück zum Römischen Reich, während der ersten 3 Jahrhunderte. Da wurden ja Christen oft verfolgt, es gab immer mal wieder größere Verfolgungswellen oder kleinere. Und das Paradoxe an dieser ganzen Geschichte ist, das war eine Erfolgsgeschichte. Die Gemeinde Jesu Christi war nicht tot zu kriegen. Ganz im Gegenteil, die Kirche wuchs bei anhaltender Verfolgung. Die Zahl der Christen nahm zu bei bleibender Lebensgefahr. In dieser Zeit lebte ein namhafter christlicher Denker, der hieß Tertullian. Tertullian ist der Erfinder des Ausdrucks Trinität, womit wir das Wesen des dreieinigen Gottes beschreiben. Und Tertullian kommentierte so das Geschehen über das Wachstum der Kirche folgendermaßen. Er sagte: Wir werden jedes Mal zahlreicher, so oft wir von euch niedergemäht werden. Ein Same ist das Blut der Christen. Johannes sieht in seiner Vision Zeugen, die treu am Wort Gottes festhalten. Zeugen, die treu am Wort Gottes festhalten. Ich weiß nicht, wie das für dich jetzt klingt.
für die Menschen von damals, auf die Menschen von damals, hat das enorm ausgestrahlt. Also diese Zeugen, die am Wort Gottes festhalten, die haben etwas zu bieten, das diese Welt nicht bieten kann. Damals wie heute. Also was ist das so genau? Was strahlt so aus von diesen Zeugen? Was macht die so attraktiv? Ich weise jetzt mal auf zwei Punkte hin, wo ich denke, dass sie auf jeden Fall mit eine wichtige Rolle spielten. Einmal, die Christen zeigten gegenüber anderen Menschen eine außergewöhnlich große Liebe. Sie setzten sich ein für Kinder ohne Eltern, sie setzten sich ein für Kranke und auch sonst für Menschen, die die Gesellschaft abgeschrieben hatte. Sie waren bereit, sich für andere aufzuopfern ohne Hintergedanken. Noch eine andere Sache fiel damals auf im antiken Rom. Christen zeigten Charakterstärke, wo es darum ging, das Verhältnis von Mann und Frau zu regeln und zu verantworten. Auch das machte Eindruck. Ich könnte noch andere Dinge nennen. Den Menschen von damals wurde jedenfalls deutlich, Christen stehen ein für einen unschätzbar hohen Wert, den Gott im Menschen sieht. Und diese Christen, das wurde auch deutlich, halten von ihrem Gott so viel, dass sie sogar bereit sind, für ihn zu sterben. Wow, könnte da jemand sagen. Was für krasse Leute, diese Christen. So mutig, so heroisch. Das würde ich doch niemals hinkriegen. Ich selber habe schon mal so gedacht. Du vielleicht auch. Markus Rode, Leiter von Open Doors Deutschland, sagte einmal, verfolgte Christen sind keine Helden. Verfolgte Christen sind Menschen wie du und ich. Das sind Menschen, die an Jesus glauben und in ihre Situation, wo sie eben gerade so sind, hineingeraten. Es sind Menschen wie du und ich und sie empfinden wie du und ich. Ich schaue jetzt mal in den nächsten Vers des Bibeltextes. Johannes sieht den himmlischen Altar Gottes und dort erscheinen ihm die Glaubenszeugen, die ihr Leben ließen. Und im Text steht, sie riefen mit lauter Stimme, du heiliger und wahrhaftiger Herrscher, wie lange dauert es noch, bis du Gericht hältst und unser Blut an den Bewohnern der Erde rächst? Wie lange noch, rufen die getöteten Zeugen. Hast du das nächste Mal Zeit und Gelegenheit, dann kannst du gerne mal deine Bibel in der Mitte aufschlagen, da findest du die Psalmen und da wird am laufenden Bande gebetet, Herr, wie lange noch? Also die getöteten Zeugen am Altar, die sind in ihrer Klage eins mit dem klagenden Beter der Psalmen. Also als Christ darfst du vor Gott klagen. Wir dürfen als Christen mit Gott in Klage verbunden sein. Sogar Jesus war mit Gott in Klage verbunden auf dieser Erde. Und die Klage der Zeugen, die wird gehört. Die Zeugen, die stehen direkt am Altar. Das heißt, sie haben direkten Zugang zum Allerheiligsten, also der himmlische Altar, ist wichtig. Und diesen Zugang zu dem Altar im Himmel, den hat Jesus den Zeugen freigemacht. Im Neuen Testament wird Jesus mehrmals beschrieben als Hohepriester. Das heißt, Jesus vollzieht einen hohepriesterlichen Akt durch seinen Tod am Kreuz, durch sein Opfer am Kreuz und macht damit den Weg frei ins Allerheiligste im Himmel zum himmlischen Vater, für alle, die an ihn glauben. Und die Zeugen am Altar, die sind mit hineingenommen in dieses hohe priesterliche Geschehen. Die sind Gott ganz nah am Altar und dort können sie ihre Frage stellen. Und die Glaubenszeugen fragen außerdem, wie es in der Offenbarung heißt, du heiliger und wahrhaftiger Herrscher, wie lange dauert es noch, bis du Gericht hältst und unser Blut an den Bewohnern der Erde rächst? Hier wird Gott angesprochen als heilig und wahrhaftig. Heute steht vor allem die Liebe Gottes im Fokus und das ist richtig, die Liebe Gottes macht Gottes Wesen aus. Die Liebe Gottes gehört zu Gottes Vollkommenheit dazu. Zu Gottes Wesen gehört allerdings auch, dass er heilig und gerecht ist. Das wird im Alten Testament oft ausdrücklich so bezeugt und das Neue Testament bestätigt das auch.
Das heißt, Gott ist gerecht, er setzt seine Gerechtigkeit nicht einfach so außer Kraft. Gott wird sein Werk vollenden, auch im Gericht. Und das ist die Seite Gottes, die von den Zeugen am Altar nicht in Frage gestellt wird. Sie fragen vielmehr was anderes. Warum ist das noch nicht geschehen? Und darauf folgt die Antwort im nächsten Vers. Da steht: Da erhielt jeder von ihnen ein weißes Gewand mit der Antwort, dass sie noch eine kurze Zeit Geduld haben müssten. Denn erst müsse noch eine bestimmte Zahl ihrer Glaubensgeschwister zum Ziel kommen und so wie sie getötet werden. Die Zeugen am Altar, die erhalten ein weißes Gewand. Dieses Gewand erhält jeder, der sich zu Christus bekennt. Johannes sagt an anderer Stelle, das weiße Gewand bekommen die, die im Blut Jesu reingewaschen sind. Das heißt, bekennst du dich zu Jesus als deinem Herrn und legst deine Sünden vor ihm ab, dann bekommst du so ein weißes Festgewand und dieses Gewand steht dafür, dass du einen Platz im Himmel hast und dir deine Sünden in Christus vergeben sind. So ein weißes Gewand bekommt jeder, der imstande ist, im Glauben an Jesus und im Frieden mit Gott zu sterben. Egal mit welcher Todesursache. Denn das ist wichtig, verfolgte Christen sind keine Helden. Also für Jesus getötet werden ist nicht die exklusive Bedingung, um in den Himmel zu kommen. Es geht immer in erster Linie darum, dass ich an Jesus glaube und dass ich von falschen Wegen umkehre. Und die Märtyrer, um die es hier geht, die sterben nicht, weil sie Helden sind, sondern einfach, weil sie diesem Glauben treu geblieben sind in jeder Situation. Dort am Altar spricht eine Stimme. Es ist nicht ganz deutlich, ob es die Stimme Gottes ist oder die eines Engels. Und diese Stimme sagt, es müsse noch eine bestimmte Zahl von Zeugen voll werden, ehe der jüngste Tag kommt. Das heißt, die Zeugen am Altar, die bekommen auch als Trost, ihr bekommt das weiße Gewand, so wie alle, die im Glauben sterben, lasst euch an meiner Gnade genügen und es muss noch etwas Zeit vergehen, ehe die Zahl voll wird. Also gemeint ist damit der jüngste Tag. Es wird wahrscheinlich jeder von uns den jüngsten Tag spätestens dann erleben, wenn er stirbt. Es sei denn, Jesus kommt zwischendurch wieder. Das ist dann nochmal was anderes. Der jüngste Tag, also es gibt den jüngsten Tag im Leben eines jeden einzelnen Menschen. Also immer dran denken, Christen gibt es seit 2000 Jahren, sind schon so einige gestorben. Und es gibt noch den jüngsten Tag der Menschheitsgeschichte, den Tag der Wiederkunft. Und der wird sich dann ereignen, wenn die Zahl der Menschen voll ist. Das heißt, wenn die Zahl aller Menschen, die im Buch des Lebens stehen, die von Jesus gerettet werden, voll ist, dann macht Gott Finale mit der Menschheit. Wann wird dieser jüngste Tag kommen? Keine Ahnung. Das wusste noch nicht mal Jesus. Jesus machte vor 2000 Jahren Angaben, was passieren muss, bevor das Ende kommt. In drei Evangelien sagt Jesus ausdrücklich, dass vorher das Evangelium von seiner Person weltweit verkündigt werden muss. Damals im Römischen Reich, als das Christentum entstand, war das noch nicht der Fall. Und hier in der Offenbarung an einer anderen Stelle gibt der Prophet Johannes nochmal einen anderen Hinweis für die Zukunft. Und dieser Hinweis betrifft das Thema Verfolgung. Der römische Staat, der damals die Christen verfolgte, der kommt in der Offenbarung in einem Bild zum Ausdruck. Dieser Staat war auf seine Weise sehr brutal und monströs und das Bild, das diesen Staat symbolisiert, das ist auch monströs. Also Johannes sieht darin ein monströses Tier mit 7 Köpfen, 10 Hörnern, dem Maul eines Löwen und Tatzen wie ein Bär. Ein sehr gruseliger Anblick. Und von eben diesem Tier heißt es in der Offenbarung, dass es einmal wiederkommen wird. Das heißt mit anderen Worten, der römische Staat wird nicht das letzte politische System sein, das Christen verfolgt. Andere Systeme werden kommen.
Der christliche Glaube verbreitet sich heute weltweit, in allen Teilen der Welt. Die Quellen, wie man das einschätzen kann, sind sehr verschieden. Genaue Zahlen kann ich heute nicht liefern. Je nachdem, welche Quelle man heranzieht, kann man davon ausgehen, dass sich täglich, also täglich, zwischen 17.000 und 47.000 Menschen zu Jesus bekehren auf unserem Planeten. Das ist in Europa nicht so sichtbar wie in anderen Teilen der Welt. Ein deutliches Beispiel für ein politisches System, das sich am Christentum stößt, haben wir gerade im Video gesehen, das ist in Nordkorea. Die Schätzungen sind da auch sehr ungenau. Man geht davon aus, dass irgendwas zwischen 300.000 und 500.000 Christen in diesem Land leben. Eine Bibel zu besitzen ist streng verboten. Christen müssen sich heimlich treffen, im Stillen beten und haben auch oft keinen Zugang zu einer Gemeinde. Ich könnte jetzt neben Iran und Nordkorea noch eine ganze Reihe weiterer Länder nennen in Afrika, Amerika und Asien. Das Christentum fasst an vielen Orten Fuß und stößt auf Widerstand. Und das geht auch nicht immer bloß von politischen Machthabern aus. Also wir haben es hier oft zu tun, auch mit familiären Zerwürfnissen, gerade in Zentralasien oft. Oder auch ethnische Konflikte spielen eine Rolle, wie in Indien. Oder auch die Machenschaften mafiöser Kartelle, wie in Lateinamerika. Also Verfolgung, Diskriminierung von Christen sieht sehr verschieden aus. Hier in Europa finde ich die Situation ehrlich gesagt ganz schön seltsam. Also hier bei uns war das Christentum jahrhundertelang selbstverständlicher Bestandteil der Kultur. Wir haben heute immer noch, Gott sei Dank, die Freiheit von Religion und Bekenntnis. Mein Eindruck aus den letzten Jahren ist, ich weiß nicht, wie du es siehst, der Wind der Christen in Deutschland und Europa entgegenweht, wird eisiger. Es gibt immer größere Teile der Bevölkerung, die ohne christliche Prägung aufwachsen. Und Kirchen und Gemeinden erscheinen vielen hierzulande wie aus der Welt gefallene Fremdkörper. Also mir selber kommt es noch oft genug vor, als könnte ich als Christ ein ganz normales Leben führen, so wie alle anderen Menschen auch. Was so von christlichen YouTubern zu hören bekomme, klingt schon anders. Die machen da so ihre ganz eigenen Erfahrungen mit Anfeindungen. Ich weiß jetzt nicht, wohin sich das entwickelt. Werde ich jetzt auch nicht prognostizieren. Wir können auf jeden Fall froh und dankbar sein, dass wir Christen immer noch frei und sicher in unserem Land unseren Glauben leben dürfen. Das heißt, was können wir also tun für verfolgte Christen? Wir, die die Freiheit, Sicherheit und Ruhe dazu haben? Ralf Jochen hat es vorhin schon gesagt, wir können für sie beten. Das ist nämlich ihr größter Wunsch. Also in meiner Beziehung zu Jesus, da geht es nicht bloß um mich und meinen persönlichen Heiland, sondern es geht auch um den anderen, der auch Jesus nachfolgt. Das heißt, andere Christen und ich, wir sind alles Glieder in einem Leib, wie Paulus sagt. Und Paulus sagt auch, wo ein Glied am Leib Christi leidet, da leiden die anderen mit. Das heißt, es geht also nicht bloß um mich, es geht um den Christus in mir. Der Christus in mir leidet. Und da darf auch ich das spüren, auch wenn auf den ersten Blick ich selber nicht leide. Also wo der Christus in mir leidet, da darf ich das auch spüren und da muss ich das auch nicht alleine spüren. Und die Kraft, die Gebet freisetzt, die solltest du niemals unterschätzen. Also ein Gebet für die Kirche Jesu Christi, im Sinne Jesu, der seine Kirche baut, das schafft Verbundenheit. Und das schafft Verbundenheit auf einem Level, wo so Abstände von mehreren tausend Kilometern keine Rolle spielen. Und ja, wir leben gerade in einer Welt, wo so einiges gerade im Schwange ist. Habt ihr alle mitbekommen diese Woche? Das kann einen auch schon ganz schön verunsichern. Und ich halte es für hilfreich, in so einer Welt, wo so vieles passiert, das einen ganz schön verunsichert, wirklich den Fokus auf das zu halten, was Jesus in dieser Welt tut.
Und ich denke, mit dem verbunden zu sein, was Jesus in der Welt tut, das gibt der Gemeinde auch Segen. Denn in der Fürbitte liegt Kraft. In der Fürbitte überhaupt und in der Fürbitte für Geschwister. Darin liegt eine Kraft, die die Welt nicht geben kann.